Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Scum. So, plötzlich liegt ein Kürbis in der Küche. Super Gelegenheit, um Kürbis zu essen. Hey, das Weihnachtsmannkostüm ist gar nicht mal schlecht, 94%, super. So, was werden wir heute tun? Wir werden den Kürbis wieder ablegen. Hier. Wir werden in die Polizei reingehen. Ja. So, da ist einer. Hier. Das wird uns wohl nicht gut bekommen, aber wir tun es trotzdem. So, ich habe das letzte Mal festgestellt, wir haben Hunter-Munition. Das legen wir da auf den Straßenrand. Ich mache nichts mit der Maus, wieso bewegt sich das so? Ich muss die Luft anhalten beim Ziel, beim Schießen. So, da kann ich natürlich wahrscheinlich auch nicht, wie heißt sie schön, no-scopen. Ich würde das gerne testen mit dem no-scopen. So, was haben wir da drin? Nix. Und da? Oh, Schrotmunition. Schrot ist natürlich, ja, da muss ich schon. So, hier. Was ist das? Für die MP5. So, wenn wir da durch sind, werden wir alle unsere Waffen mal sortieren. Und alles, was wir nicht brauchen, werfen wir weg. So. Hier. Ja, die wollen wir auch nicht. Natürlich nicht. So, die Türen richten. Neues Käppchen. 90% unseres hat 85. Oh, hat sie schon wieder lange Haare. Nein, das will ich nicht. Das ist nicht so hübsch wie mein altes. So, und immerhin geht es um Optik. Optik. So, haben wir da noch irgendwas liegen? Nein, nein, nein. Moment, auf dem Tisch da hinten. Das sind doch auch Munitionsschachteln, aber ich glaube, die haben wir genau, die haben wir schon durchsucht. Trotzdem bin ich da jetzt echt aufgeregt, weil ich nicht weiß, ob mit der Hunter... Oh, gute Seife. Aber wir haben irgendwo haben wir... Ach, die ist auch weg, die Seife. Was ist denn da los? Nö, Radio brauchen wir nicht. Was haben wir da? Eine Blendgranate. Die würde ich echt gern probieren. Das für eine Polizeistation mit Blendgranate und so. So, aber wenn wir schon da sind, Moment, Stoppwechsel. Unterernährung, Phase 1. Ja, wir sollten tatsächlich so. Und zwar hier. So, Weitraut, super machst du das. Na, 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 na. Ui. Ach, mein Gott. So. Nö, das war irgendwas anderes. Liegt da normalerweise nicht wer? Oh, cool. Was? Schlägerei vor der Polizei von Zagorje. Hui! Ah! Und da kippt sie aus den Latschen. So. Die Sonne steht auch schon tief. Wir müssen uns natürlich beeilen. So, was haben wir gefunden? Nichts von Interesse. Wahnsinn, oder?
Nö. Bäh. So. Damit rein. Mit dem Hammer. Also ich... Schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Und es ist niemand mehr da. So, wir haben das hier. Die können wir Gott sei Dank zusammenführen. Hallo? Danke. So. Was haben wir hier? Oh, noch mehr. Ich hätte gern Schrotmunition. So. Ja, ich weiß jetzt echt nicht, wie viel von dem Zeug... ja, komm, wir lassen es da. Warum lässt du so viele da? So, dann... Hier und hier. So, dann schauen wir mal hier. 84. Und wir haben... Okay. Nein. Da sind ja Sachen drin. Sachen ist gut, ein Messerchen. Komm, wir lassen das so. Wir müssen das nicht umstellen. Ja, mir ist schon klar, die wollten mit diesen ganzen, die Sachen wären kaputt und Patches, dafür sorgen, dass man sich die Sachen zusammensuchen muss und da nicht jeder immer in komplett neu ausstaffierten Versace-Klamotten rumläuft. Aber, ja. Egal, oder? Also, naja. Ah, wie schön. Nach Marov, da gibt's das gute Tankservice, habe ich gehört. Oh, ja, wir wollten noch nach hinten bei der Polizei. So. Ich glaube, wir leiden noch immer an Unterernährung. Dann können wir mal da rein. Habe ich immer Panik vor diesen Räumen mit dem... Ja, mach doch mal die Tür auf. So. Ja gut, dann kommt die Hand weg. Das kommt hierher, das kommt hierher. Sehr schön, so gehört's auch. Was ist das da? Noch ein Käppchen. Wahnsinn, da hat jemand wohl ein Käppchen-Fetisch. So, was machen wir mit dem da? Wir wollten nach der Polizei, wollten wir die Waffen aussortieren. Aber wollen wir das wirklich? Nö, wir wollen die Zigaretten loswerden. So, und da nehmen wir die gute Brause rein. So. So, Bleiplatten, okay. Nö. Dann schauen wir diese gar. Schauen wir diese Garage noch durch. Nö, Ladekabel brauchen wir jetzt nicht. Ja, die brauchst du natürlich. Nähset, das kann ich schon mitnehmen. So, jetzt dringender denn je. Ladekabel, wie soll man mit dem Ladekabel? Da brauche ich doch eine gute Batterie fürs Ladekabel, damit ich eine schlechte Batterie sozusagen aufladen kann. Endlich eine Feder. Wo, wieso? Laufen wir da mal hin. Auf zur Kirche. Ah, die Sonne geht unter. Den einen habe ich jetzt tatsächlich in den Rücken geschossen und der war unbewaffnet.
So. So, Hämmerchen zur Seite. Irgendwas Brauchbares? Nö. Und er? Irgendwas Brauchbares? Nö. Wahrscheinlich nicht. Ja, sein Auge könnte man mitnehmen. Dann schauen wir noch mal kurz in die Kirche. Die Kirche von Zagorje. Na, na, na. Da liegt doch irgendwo wer zwischen den Bänken, oder? Liegt nicht immer jemand zwischen den Bänken? Doch. Oh. Also, da jetzt mit der Hunter, ich weiß nicht. Mit der Hunter jetzt? Die haben tatsächlich irgendwas mit der Schlagfrequenz oder irgendwas geändert. So. So, schauen wir mal. Na, wieder nichts. Wieder nichts. Zagorje. Einst war ich hier. Da ging's mir besser. Da war ich mit Eigenfahrzeug hier. Oh, das war cool. So. Dann würde ich aber sagen, ich suche mir ein Nachtlager. Weil jetzt geht die Sonne echt schon, also, ich bin am Verhungern, bitte. So, Stoppwechsel. Verletzung Phase 1, genau, wir müssen uns hier noch verbinden. Oh mein Gott. So, verbinden, mit was verbinden wir uns denn? Am besten mit einem, der ist der schmutzigste. Den nehmen wir. So, mal schnell verbinden. Komm, wir lassen das Fläschchen dastehen. Vielleicht finden wir noch was Schönes. So, da waren wir jetzt drinnen. Da waren wir noch nicht drin. Gehen wir da noch rein? Wir müssen heute leider eine kürzere Folge machen. Ich bin am Ver... Sehen kann ich hier keinen. Aber es ist eine schöne Toilette hier. Okay. Da hinten ist ein Traktor. Ich glaub's gar nicht. Wahnsinn, wir waren doch schon in Zagorje und. So, jetzt aber. 71. Moment. Wie sehen seine Fleck? Die sehen super aus. Okay, ich glaube, der wird's. Sorry, aber. Manchmal muss man sich von alten Dingen trennen. So, dann nehmen wir das da, den Fruchtcocktail, das Hundefutter. Das braucht ganz wichtig. So, Muni. Die falschen Magazine. Also, die Magazine an sich sind ja nicht falsch. Wir haben nur keine passenden Waffen. So, die Wölfchen heulen schon. Auch ein gutes Zeichen. So. Waffen. Also Muni. Für die Desert Eagle, super. Lauter Muni, die wir nicht haben. Also lauter Waffen, die wir nicht haben. So, dann haben wir hier. Da. Und da. In den Köcher rein. So, dann haben wir da Fetzen. Und Feuerzeug. So, das kommt da rein. Und dann würde ich auch sagen, ich lege den an. Oh, wie cool. So, wenn ich das da herlege, das stört mich natürlich. Und jetzt machen wir einen Hardcore-Test. Pass auf. Wir sagen, wo ist er? Da ist er. Repair.
Der ist natürlich zu 100%, ja super. Der ist jetzt auch zu 100%. Dann sagen wir zum Military Köcher hier. Super. Man sieht noch immer keine Flicken drauf. Naja, vielleicht war der Schaden nur sehr gering. Trainingsjacke. Ach komm. Repair, oder? Ja, wir laufen da nachher eh wieder im Bikini rum. White Dot mag das. So, und das hier auch Repair. Wie war das mit den Stiefeln? Und die Kampfstiefel können wir auch repairen. So, und dann ist aber das nächste schon fast vorüber. Och, ist noch was drin. Ist noch was drin. Das tun wir da rein. Die Seife tun wir dazu. Dann tun wir das da her. So. So. Und so. Super, oder? Ah, mir gefällt's. So, meine Lieben. Oh, die Sonne steht schon echt tief. Oh, wie cool. Nö? So. Ah, wie schön. So, ich gehe dann auch in dieses Häuschen rein, oben. Und das wird unser Nachtquartier. Wenn mir jemand begegnet, ist das so. Wenn mir keiner begegnet, ist das natürlich besser. Ja, klar. Oh. Eine fast saubere Matratze. Kann's gar nicht glauben. So, dann haben wir hier. Ja, komm. So, den werden wir ausrüsten. Nein! Mein Gott! Den wollt ihr nicht auf... Wo ist der Schulranzen hin? Der ist weg? Warte, wie geht das? Oh, sorry. Ja, mit der Säge einfach reinschneiden. Ist okay. So, wir haben das. So, brauchen wir noch irgendwas für die Nacht? Essen wäre nicht schlecht. So, Mädel? Ja, die Nadel. Für später. So, Stoppwechsel. Dann schauen wir mal. Unterernährung Phase 4. Ja, Pippi müsste sie, die gute Dame. Dann werden wir das noch schnell machen und erledigen, nämlich. Na. Dann ziehen wir uns noch ein kleines Essen rein. So. Ja, dann haben wir halt wieder diesen roten Rucksack. Aber er hat keine Flicken und das ist gut. Das ist sehr gut. So, wir stellen uns hier mitten in den Raum. Inventar. Wir haben. Wenn ich das da... Nö. Wenn ich das da... Und jetzt öffne... Ja, komm, du kannst es. So, und jetzt werde ich das essen. Da-da-da, da-da-da. Super. So, dann werde ich das nochmal in die Hände nehmen und das öffnen. So, wir schauen mal auf Stoppwechsel. Unterernährung Phase 4, die Arme. So, Fruchtcocktail. Ja, super. Dann werden wir noch den Thunfisch essen. Nö, nicht untersuchen. Nö. Nö, Thunfisch. Essen. Yeah. So. Komm, eine Portion können wir noch essen für die Nacht. Wir müssen es ja aushalten. In der Nacht. Ohne Essen. Es wird schrecklich. So, wenn ich das darauf lege und daher lege, dann passt es gleich viel besser. So, Stoppwechsel. Ja, ist eigentlich ganz gut. Verletzung behandelt. Oh, der Thunfisch gibt gut aus. Den werden wir komplett zusammen schnabulieren. Er ist zum Verzehr gut geeignet. Was ist das? Naja. So. Thunfisch weg. Behalten uns die Dosen. Ach ja, behalten uns die Dosenöffner. So. Was haben wir da noch unten drin? Nix mehr. Sehr gut. Messer, Pistole, Säge. Schön. Ja, meine Lieben. Dann würde ich sagen, ich lege mich daher
Und wir sehen die gute Waltraud in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.